10 Staffeln Bachelor, seid mit dabei. In 17 Jahren der Bachelor wurden 10 Traummänner auf die Reise ihres Lebens geschickt, um die Liebe zu finden. 221 Ladies kämpften darum, das Herz des Bachelors zu erobern. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Miami Beach! Unterschiedliche Länder. Wir haben in den USA gedreht. Das waren bestimmt, ich sag mal, 3 Länder pro 35 Länder. 20. Und, wie viel waren? Es waren 22 Länder und unzählige unvergessliche Momente. Es wird, glaube ich, eine mega, mega schöne Zeit. Wie viele Frauen wurden in allen 10 Staffeln geküsst? Also ich sag mal, ich war natürlich der harmloseste. Sie küsst wild mit Leidenschaft. Na, weil man muss ja auch eine Probefahrt machen, bevor man das Auto dann kauft. Na? Wenn ich jetzt eine Hochrechnung mache, ich habe 2 geküsst, dann wären das 20 Frauen. 45. So 60, 70? Das sind bestimmt 140, ohne Witz. Daneben, genau 40 Frauen wurden in 10 Staffeln geküsst. Also jede jetzt küssen ist vielleicht auch nicht die beste Strategie. Möchtest du sie annehmen? Ich weiß es nicht so richtig. Warte mal, wer hat die Rose abgelehnt? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Eigentlich fehlen mir die Worte. Ich glaube, ich kann die Rose nicht annehmen. Darf ich dich an der Stelle unterbrechen? Du darfst. Ich denke, was waren das? 5 oder 6? Kann das sein? 4 Ladies gaben dem Bachelor einen Korb und lehnten die angebotene Rose ab. Nee, und da gehöre ich auch noch dazu, ey. 13 Frauen flogen freiwillig heim. Er ist nicht das, was ich mir vorstelle, im Leben zu haben. Das, nee. Ich hab ne Rose, na 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 na. So sehr! Love is in the air. Wie viele Rosen wurden verteilt? Mist! Mathe kann ich nicht, keine Ahnung. Warte mal, jetzt muss ich rechnen. 20 Frauen. 10 mal 20, plus noch ein paar oben drauf. Passt. 2000. Ist das zu viel? 90 Rosen. Nee, warte mal, kann das denn? Ich glaube auf jeden Fall über 1000 Rosen. 1000? Ist zu viel, oder? Also 700, 800 Rosen? Fast. Exakt 613 rote Rosen wurden in 10 Staffeln vergeben. Das ist schon ein tolles Spiel gewesen. Den Weg zur letzten Rose traten insgesamt 20 Ladies an. Den längsten Fußmarsch legte dabei Erika zurück. Der rote Teppich war damals stolze 125 Meter lang. Doppelt ärgerlich, nach dem Korb von Sebastian Panik musste Erika den Rückzug antreten und dieselbe Strecke gleich nochmal bewältigen. Ohne Rose und ohne Bachelor.